Ja, hallo Leute, hallo YouTube. Heute bin ich hier mal im schönen Dorsten und wollte mal wieder ein Video von einem Auto machen. Und zwar nach einigen Probefahrten von einem Opel Mokka, von einem Nissan Qashqai und einem Fiat 500e und einem Renault Arkana haben wir uns für ein Auto entschieden. Viel darüber zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo Leute, ja, es ist der Renault Arkana geworden. Von allen ausgeliehenen Autos hat er uns mit Abstand am besten gefallen. Hier ist verbaut der EDC 140 TCE Motor mit einem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Hier sieht man die klassischen Elemente vom Renault, wie auch beim Captur oder beim Megane sind. LED-Scheinwerfer sind hier verbaut. Besonders schön ist hier der Schwung von dem Frontspoiler, finde ich persönlich. Ja Leute, hier die ganze Bauform. SUV 20 cm Bodenfreiheit bei 4,56 m. Und hier ist der Vater, eigentlich der BMW X6 im Jahr 2007 gewesen. Als damals die Leute noch alle sagten, wer kauft so ein Auto. Aber mittlerweile ist ja vom BMW der X4 gut angenommen und Mercedes und Audi haben auch passende SUV-Coupés. Hier gehen die Rückleuchten schön ineinander mit einer schönen Auspuffblende. Hier sind 513 Liter möglich. Dieses Fach kann man mehrfach verteilen. Einmal zum Inneren. Hier ist das Bose Soundsystem mit Alcantara Leder verbaut, schwarzen Himmel und eine Bose Soundanlage, wie gesagt. Die Sitze sind auf 1,76 eingestellt. Ja, bei meiner Größe ist das Kopffreiheit, ja, so 5-6 cm, kann man schon bequem ein paar Stunden aushalten. So, hier im Inneren haben wir ein Gebläse. Zwei USB-Anschlüsse, hier der berühmte Cupholder, ein Drittel, zwei Drittel ist die Rücksitzbank umklappbar, also man bekommt hier auch einiges in dem Fahrzeug rein. Also sehr schön finde ich den schwarzen Himmel. Ja, dann gehen wir einmal nach vorne. Ja Leute, hier ist dann das Doppelkupplungsgetriebe, eine sehr schöne Lüftungsklimaanlage. Hier hat man so eine Art Carbon-Optik und auch die Materialien sind sehr schön von der Haptik. Ein ganz tolles, weiches Leder. Bei der Taste hier kann man sich das Auto einstellen, ob man auf Sport oder Eco fahren will oder eine persönliche Einstellung. Es ändert sich auch immer wieder das Cockpit und auch die Einstellung von Lenkung und sowas. Hier einmal trotz YouTube mal eine Platte, um das Bose Soundsystem zu hören. Man hat hier natürlich auch Internetradio. Ja. Nicht verkehrt. Stellen wir mal auf Sport nochmal um. Thank you.
Der geht auch sehr schön. Ist natürlich ein bisschen dem Fahrer zugewendet. Einfach eine schöne Sache. So, dann wollen wir mal den Test 50 auf 100 machen. 70, 80, 100. Ja, sehr schön. Richtig flott. Man kann natürlich auch noch manuell hier Plus und hier Minus schalten. 40 prima. So, dann wollen wir jetzt mal einmal kurz auf der Autobahn gehen. Er geht sehr gut. Im Blinker kann man in vierfache Lautstärke einstellen. Wie gesagt, das Auto hat volle Hütte. Spurassistenten, Stauassistenten, also alles verbaut, Klimaanlage, Sitzheizung. Wollen wir mal schauen auf der Autobahn. Ich hoffe, hat euch gefallen und ihr lasst Daumen hoch da, am besten ein Abo, so verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Bleibt gesund, bis bald, ciao.